Puh, Herr Schaffnitz, wird's knüppelhart. Es geht weiter mit einem New Entry. Die Hermes House Band steigt mit ihrer Version von Country Roads diese Woche in die englischen Charts ein. Unglaublich, aber wahr. Und wer ist dran schuld? Ein Österreicher natürlich und ein DJ obendrein. DJ Ötzi, wer sonst? Im Ernst, also hätte es sein Sauflied Hey Baby nicht gegeben, wäre Country Roads nie in England veröffentlicht worden. So schaut's aus. Vielleicht schaffen es drüben demnächst ja auch Gigi D'Agostino, DJ Bobo, Mark O oder Mental Theo und Charlie Lownoise. Die ganzen Typen. Irgendwann sind sie alle in den Top 10 und hinten drei noch die Wildecker Herzbuben. So, diese Woche nur auf der 7, die Hermes House Band mit Country Roads. Schwester Dani wollen eigentlich gemeinsam ins Studio. Die zwei Aussie-Pussys haben beschlossen, ein sexy Duett aufzunehmen. In Sachen Kollabos sind die beiden ja unglaublich geübt. Von 5 auf 10 fällt Little Dani mit Reba und Who Do You Love Now. Wenn der Chef-Exorzist des Vatikans schon der Überzeugung ist, Harry Potter sei Satans Werk, dann kann es sich bei den Tweenies nur um die apokalyptischen Reiter handeln. Die 7 BBC-Teufelspuppen steigen neu ein auf Platz 9 mit ihrer dämonischen Weihnachtshymne I Believe in Christmas. Harte Abfuhr für Kate Winslets neuen Lover Sam Mendes. Der Theaterproduzent wollte zwei Projekte mit seiner Liebsten umsetzen. Mit ihrer Christmas Carol Schnulze What If. If we could only turn back time.
Was wären die UK-Charts ohne mindestens eine ultimativ dreschige Prollhymne? Absolut undenkbar. Nachdem DJ Ötzi sich aus den Top 10 verpissen musste, steigt diese Woche die Hermes House Band neu ein auf die 7. Country Roads, The Remix. PKK ist der Name der kommunistischen Kurdenpartei. Und PPK ist der Name der ersten international erfolgreichen russischen Dance-Combo. Wurde ja auch Zeit, dass der Osten endlich mal mitraved. Resurrection um 3 Plätze gefallen auf die 6. Die britische Yellow Press ist sich sicher. Diese Weihnachten sahen die Steps mit ihrem Greatest Hits Album nochmal kräftig ab. Und das war's dann. Die Damen Faye, Claire und Lisa arbeiten angeblich schon fleißig an Soloprojekten. Aber hier gibt's nochmal alle zusammen. Words are not enough. Neu auf die 5. Ebenfalls neu auf Position 4, die smarten Waliser Kelly, Rick und Stewart von den Stereophonics. Die Herrschaften vergreifen sich dieses Mal an einem alten Hit von Rod Stewart, erschienen auf Dirty Rods allererstem Album, Handbags and Glad Rags. So schön war, die Jungs und Mädels vom S-Top 7 beim debilen Miteinander in Miami und L.A. zu beobachten, soll jetzt endlich auch die dritte Staffel der Teenie-Soap in die Glotze kommen. Bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, singen uns die 7 noch ein Weihnachtslied. Have you ever auf der 3. Michael Jackson pieps the dance von Blood on the Dance Floor. Aber bei Sophie Alex Baxter muss es gleich Murder on the Dance Floor sein. Kein Wunder, schließlich verriet uns Sophie, dass sie Dance Music absolut scheiße findet. Schwer genervt steigt sie neu an auf Platz 2. Letzte Woche war er auf der 1 und so sieht es auch diese Woche aus. Ziemlich erstaunlich für einen UK Garage-Tun, wenn ihr mich fragt, ausgerechnet auch noch vor Heiligabend Platz 1 zu verteidigen. Denn wenn es Weihnachten wird, das wissen wir, drehen die Plattenfirmen nicht nur in England alle ein bisschen am Rad. Allein in den Top 40 gab es diese Woche 15 Neueinsteiger. Aber alles unwichtig. Daniel Bedingfield ist mit Gonna Get Through This immer noch auf Platz 1 und wahrscheinlich noch bis nächste Woche. Aber dann ist Ende, weil dann kommt nämlich Robbie Williams und Nicole Kidman. Ja, und das soll es gewesen sein mit der Hitlist UK. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.